Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ich mein Alltags-Make-up schminke. Also das hier ist dabei rausgekommen. Ich verwende für mein Alltags-Make-up ausschließlich Drogerieprodukte und zeige euch dann quasi auch so ein bisschen meine Drogerie-Make-up-Favoriten. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, auf welches Produkt ihr bei eurem Make-up nicht verzichten könnt. Und ich starte jetzt mit dem ersten Produkt. Früher habe ich immer auf Primer verzichtet. Ich dachte immer, damit kleister ich mein Gesicht nur noch mehr zu. Und das ist wahrscheinlich keinen großen Effekt hat. Ich habe aber mittlerweile gelernt, dass ein Primer sehr, sehr wichtig ist und dass das Make-up dadurch viel haltbarer gemacht wird, dass Poren verfeinert werden. Und aktuell verwende ich sehr, sehr gerne diesen Primer hier. Der ist relativ teuer, aber der ist wirklich ganz, ganz toll für die Haut. Der spendet super toll Feuchtigkeit und macht die Haut so ein bisschen klebriger. Darauf kann das Make-up sehr gut haften und damit hält das auch den ganzen Tag richtig gut. Das ist von NYX aus der Bare With Me Reihe, der Hydrating Jelly Primer. Der hat auch so eine richtig gelige Konsistenz. Das ist echt ganz interessant und da nehme ich mir immer so ein bisschen mit meinem Finger raus, gar nicht mal so viel und klopfe das Ganze dann so auf mein Gesicht. Also ich reibe das nicht, sondern ich tupfe das quasi so ein, bis das Ganze eingezogen ist und dann geht es erstmal weiter mit den Augenbrauen. Da verwende ich als allererstes mein Augenbrauengel von Got2b. Das ist das Glued for Brows. Ihr kennt das schon von mir. Seitdem das rausgekommen ist, komme ich davon nicht mehr weg. Und damit kämme ich einfach meine Augenbrauen durch. Also ich kämme die einmal in die richtige Richtung und dann nochmal entgegengesetzt der richtigen Richtung, damit der einfach überall hinkommt und dann kann ich meine Augenbrauen richtig schön formen. Was öfters mal passiert, ist, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Produkt hier auf die Haut drunter und drüber gibt und das nehme ich dann einfach mit meinem Finger ab und tupfe dann je nachdem nochmal so über meine Augenbrauen, damit da nicht zu viel Produkt drauf ist. Und dann hält das Ganze auch wirklich den ganzen Tag. Also das ist für mich das beste Augenbrauengel, was ich bisher getestet habe aus der Drogerie. Wenn ich mich morgens schminke, sehen meine Augenbrauen abends immer noch so aus. Keine Härchen fallen runter und darauf ist wirklich total Verlass. Danach geht es dann bei mir weiter mit dem Augenbrauenstift und da habe ich dieses Produkt hier von NYX Cosmetics. Das ist der Lift and Snatch Augenbrauenstift in der Farbe Ash Brown. Und das Ganze sieht einfach aus wie ein Eyeliner und damit kann man extrem feine Härchen zeichnen. Ich finde es richtig cool. Ich war am Anfang echt skeptisch, aber das funktioniert so, so cool. Ihr könnt euch ja jetzt selbst ein Bild davon machen. Und meine Augenbrauen haben mir echt noch nie so gut gefallen, weil die sehr natürlich aussehen und man die so ein bisschen buschiger zeichnen kann. Weil dadurch kann man echt so einen richtigen 3D-Effekt zeichnen. Und es sieht wirklich so aus, als wären das teilweise die echten Haare. Richtig, richtig verrückt. Auf dieses Produkt ist wirklich total Verlass, es hält den ganzen Tag. Allerdings ist es leider nicht wasserfest. Also ich würde euch jetzt nicht empfehlen, das im Schwimmbad zu tragen oder so. Oder, keine Ahnung, wenn ein Monsun ansteht. Also es ist schon wichtig, dass das Gesicht trocken bleibt. Ich meine, Schwitzen ist überhaupt kein Problem, es sei denn, man wischt jetzt dann so über seine Augenbrauen. Aber ansonsten, ja, wenn ihr irgendwas Nasses vorhabt, dann nimmt lieber einen anderen Augenbrauenstift. Weiter geht's dann bei mir immer mit Concealer. Und ich liebe von NYX Cosmetics, auch aus der Bare With Me Reihe, das Concealer Serum. Das habe ich hier in der Farbe Vanilla. Und das ist jetzt, glaube ich, die zweite Packung, die ich bisher habe. Und den verwende ich auch schon, seitdem er rausgekommen ist. Den finde ich ganz, ganz toll. Das Ganze kommt hier mit so einem Pumpstoßer. Und ich gebe mir einen Pumpstoßer unter ein Auge. Dann nehme ich mein angefeuchtetes Make-up-Schwämmchen und verteile das Ganze ein bisschen. Nehme dann den Rest ein bisschen für das andere Auge und verblende das dann einfach nach und nach. Und ich verblende das Ganze auch so ein bisschen auf meine Nase, ein bisschen aufs Kinn, vielleicht auch ein bisschen auf die Stirn. Dadurch, dass ich ja keine Foundation verwende, blende ich das Ganze dann so ein bisschen aus, damit das so gleichmäßiger wird. Und das funktioniert auch super gut. Also dieses Concealer Serum ist erstmal sehr schön pflegend für die Haut. Man merkt, dass sie nochmal so ein bisschen gepflegt wird und ja, ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt wird und das Ganze hält super gut auf der Haut. Das einzige Problem ist bei mir, ich muss dieses Produkt setten, weil es sonst bei mir unter den Augen so ein bisschen in die Fältchen rutscht. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Wenn ich das Produkt gesettet habe, dann hält es auch den ganzen Tag und es ist sehr, sehr gleichmäßig auf der Haut und ist auch sehr, sehr schön deckend. Also ich würde sagen, das Ganze hat so eine mittelstarke Deckkraft. Ich mag das nämlich nicht, wenn es zu maskenhaft aussieht und das hier ist einfach perfekt für mich. Wie gesagt, sette ich den Concealer ja am liebsten und da nehme ich sehr, sehr gerne dieses Puder. Das ist von Maybelline aus der Fit Me Reihe, das Matte & Poreless Powder und das habe ich hier in der Farbe 120 Classic Ivory und das ist ganz cool aufgebaut. Hier oben ist das Puder. Und hier unten ist sogar auch noch ein Spiegel mit drin.
Das ist sehr praktisch, wenn man mal unterwegs ist. Und hier ist noch so eine Puderquaste drin. Die verwende ich auch tatsächlich. Also ich tupfe dann so ein paar Mal in das Puder rein und tupfe mir das Ganze dann unter meine Augen. Und mit dem Rest gehe ich dann je nachdem nochmal über meine T-Zunge. Also so ein bisschen über die Stirn, ein bisschen über das Kinn, ein bisschen so über die Nase. Und damit bleibt meine Haut den ganzen Tag matt. Ich habe auch das Gefühl, dass das noch so ein kleines bisschen Deckkraft mit dazu gibt. Und damit sieht die Haut wirklich matt und porenfrei aus. Genauso wie es hier drauf steht. Also die Haut sieht richtig, richtig schön glatt und porzellanmäßig aus. Dann geht es für mich an die Contour. Und zur wärmeren Jahreszeit mag ich einfach lieber diese Contouring Sticks. Und ich mag von Maybelline den Face Studio V Contour V-Shape Duo Stick ganz gerne. Der hat eine helle Farbe und eine dunkle Farbe. Und ich mische das Ganze immer. Also ich gebe mir dann einfach so ein paar Punkte auf mein Gesicht und verblende das. Dann ist das Ganze auch nicht so hart und kann nochmal so ein bisschen aufgehellt werden. Den hellen Ton kann man eigentlich auch irgendwie verwenden, um seine Haut aufzuhellen, also irgendwie unterm Auge oder so. Für mich funktionieren solche Produkte aber nicht als Concealer zum Beispiel, weil es rutscht bei mir dann immer in die Fältchen rein oder wenn ich es auf der Nase verwenden würde, dann so in die Poren und das sieht bei mir einfach wirklich schlimm aus. Deswegen kann ich dieses Produkt auch wirklich nur für die Kontur verwenden und weiterempfehlen. Ich nehme mir auch immer noch so ein bisschen von dem Dunklen und gebe mir das hier so an die Nase und konturiere die dann noch so ein bisschen damit, aber wirklich nicht viel. Und das Ganze verblende ich dann einfach mit so einem fluffigen, eigentlich Lidschattenpinsel, aber der funktioniert da auch ganz gut. Weiter geht's dann mit dem Blush und da liebe ich von Catrice den Cheek Lover Oil Infused Blush. Den habe ich hier in der Farbe 010 Blooming Hibiscus. Den habe ich auch schon ewig und der wird einfach nicht weniger. Also das ist richtig cool, von dem Produkt hat man mega viel. Ich glaube, das hat irgendwie 4,95 € gekostet oder so. Und ich verwende den jetzt schon mindestens ein Jahr oder vielleicht auch sogar länger. Also ich habe den wirklich gekauft, als er rausgekommen ist. Und der ist mir auch schon mehrfach hingefallen. Bisher ist er nicht zerbrochen. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich finde einfach die Farbe wunderschön. Das ist so ein schöner, ja so rosa-orange-Goldton. Der changiert so richtig hübsch und sieht auch auf den Wangen ganz, ganz toll aus. Der sorgt für einen ganz schönen Glow. Da sind so schöne Schimmerpartikel drin. Und die sind so ganz schön fein, sodass es auch schön natürlich aussieht. Und vor allem im Sommer finde ich den halt so schön, weil wenn die Sonne scheint, dann kommt er nochmal viel, viel mehr zur Geltung. Jetzt hätte ich doch fast vergessen zu erwähnen, dass ich den Blush gerne auch für mein Augen-Make-up verwende. Ich mag das nämlich ganz gerne, wenn der Blush und der Lidschatten gleich sind. Ich finde, dann sieht das Ganze natürlicher aus. Und der ist einfach so hübsch, den kann man noch so ein bisschen mehr in Szene setzen. Dann nehme ich wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen mit einem Pinsel und gebe mir das hier auf mein Augenlid. Also ihr seht, das ist wirklich nur so ganz dezent, aber dadurch ist mein Gesicht einfach noch so ein bisschen gleichmäßiger. Und ich finde, wie gesagt, es sieht einfach so ein bisschen natürlicher aus, als wenn ich hier jetzt so, keine Ahnung, braunen Lidschatten auftrage oder so. Dann geht es weiter mit Highlighter und den More Than Glow Highlighter von Catrice kennt ihr auch schon von mir. Den verwende ich auch schon super lange. Das ist die Farbe 030 Beyond Golden Glow. Es ist so ein ganz schöner champagnerfarbener Highlighter. Und ich finde, wenn man diesen Highlighter hat, dann braucht man gar keinen High-End Highlighter mehr. Weil ich glaube, besser von der Pigmentierung und von der Haltbarkeit geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Und das auch für diesen kleinen Preis. Ich glaube, das Produkt kostet zwischen 3 und 5 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ihr seht ja immer die Preise hier. Und da nehme ich mir dann einfach einen Highlighterpinsel, gebe den Highlighter dann einmal hier über meine Wangen und verwende das Ganze dann auch noch für mein Augen-Make-up. Also ich gebe mir so ein bisschen was unter die Augenbraue, ein bisschen was auf mein bewegliches Lid und arbeite das noch so ein bisschen nach innen hin in den Augeninnenwinkel. Die Nase kommt noch so ein bisschen und dann hat man wirklich ein ganz schönes glowy Sommer-Make-up. Was aber gleichzeitig schon recht natürlich aussieht. Ich weiß nicht, was aktuell mit meinen Wimpern los ist, aber die werden wirklich immer und immer länger. Das freut mich richtig, obwohl ich überhaupt gar kein Wimpernserum verwende. Bei mir wurde vor ein paar Monaten Hashimoto und eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert und ich nehme seitdem Tabletten jeden Tag. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch einfach mein Körper wieder besser funktioniert. Also ich habe vollere Haare bekommen, vollere Wimpern. Also es ist irgendwie richtig cool. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und diese Mascara hier, die hilft mir dabei, die Wimpern nochmal so richtig schön in Szene zu setzen. Ich finde nämlich aktuell die Sky High Mascara von Maybelline richtig toll. Davon gab es ja auch noch die andere Ausführung, die ist so lila, aber die hat bei mir immer abgefärbt. Die konnte ich überhaupt nicht verwenden. Ich sah da wirklich nach einer Minute aus wie so ein Panda-Bär. Und das hier ist jetzt die Farbe Cosmic Black und die funktioniert bei mir richtig, richtig gut. Also ich trage zwei Schichten auf meine Wimpern auf und ja, hier könnt ihr das Ergebnis nochmal sehen. Und
das Bürstchen ist ganz cool. Das ist so ein relativ spitz zulaufendes Silikonbürstchen. Und die Borsten dazu sind relativ kurz. Trotzdem werden die Wimpern dadurch richtig schön getrennt. Sie werden sehr schön lang und auch geschwungen. Und das hat so einen richtig tollen, ja, falsche Wimpern-Effekt schon fast, würde ich sagen. Und auf die ist auf jeden Fall Verlass. Die färbt bei mir auch nicht ab und hält einfach den ganzen Tag. Für meine Lippen nehme ich im Alltag einfach am liebsten so einen gefärbten Lippenpflegestift. Den mag ich sehr gern. Von Catrice den Watermelon Shine Glow Lip Balm. Das ist jetzt auch schon die dritte oder vierte Packung, die ich mir gekauft habe. Und die neigt sich jetzt langsam auch dem Ende zu. Also, ja, ich habe früher immer ganz, ganz viel Lippenstift verwendet und so, aber seit Corona mache ich das irgendwie gar nicht mehr, weil das blöd ist, wenn das dann in der Maske hängt oder wenn das dann verschmiert. Und ja, das finde ich, sieht auch immer ganz hübsch aus. Dadurch sehen die Lippen einfach so ein bisschen durchbluteter aus. Sie sind schön gepflegt und ja, das ist eigentlich alles, was man braucht im Alltag, finde ich. Da braucht man gar nicht so einen Long-Lasting Lipstick oder so. Und den verwende ich echt sehr, sehr gerne. Sowohl im Sommer als auch im Winter. Um meinem Make-up dann nochmal so ein bisschen extra Halt zu geben, verwende ich gerne von NYX Cosmetics dieses Produkt hier. Das ist das Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Das gebe ich mir dann großzügig einfach auf mein Gesicht drauf, lasse das dann einfach trocknen und fertig ist das Ganze. Danach merkt man, dass die Haut so ein kleines bisschen spannt, weil man einfach merkt, dass dieses Produkt das Make-up so zusammenhält und das gibt dem einfach den nötigen Halt. Und wenn ich mich morgens schminke, sehe ich abends fast genauso aus wie am Morgen. Also die Produkte, die halten wirklich alle super gut und durch den Primer und das Setting Spray hält das Ganze wirklich nochmal extra gut. Also ich kann euch sehr, sehr empfehlen, sowohl immer ein Primer als auch ein Setting Spray zu verwenden. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, fleißig zu kommentieren und dann freue ich mich ganz doll, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut! Ciao!